1000 Meter hoch liegt das Hohenzollern-Skistadion. Eine Höhe, die Wintersportveranstalter nicht immer ruhig schlafen lässt. Denn nicht selten muss vor den Veranstaltungen dort um ausreichend Schnee gezittert werden. Um diesem Problem Abhilfe zu verschaffen, will der Förderverein Landesleistungszentrum Aber e.V. mit Kunstschnee für mehr Schneesicherheit sorgen. Es geht hier ganz einfach um eine gewisse Planungssicherheit, nicht nur fürs Training für unsere Nachwuchsläufer, sondern auch für überregionale Veranstaltungen, wie zum Beispiel im Januar 2010, da wäre der Europacup der Langläufer gewesen und es war einfach 5 cm zu wenig Schnee und wie haben wir das nicht durchziehen können. Die Zustimmung des Gemeinderats Bayerisch-Eisenstein für die baulichen Einrichtungen dafür hat der Verein seit Montag. Nun muss der Förderverein noch im Landratsamt Regen die wasserrechtliche Genehmigung beantragen. Einen Befürworter des Projekts hat der Förderverein dort bereits gefunden. Also es ist grundsätzlich absolut wichtig, dass wir hier mit Kunstschnee arbeiten im Hohenzollern Skistadion, weil man auf knapp 1000 Meter natürlich nicht die Schneesicherheit erreicht, die man für internationale Wettkämpfe braucht. Und das ist unser Ziel. Also wir haben klar vor, da internationales Publikum zu holen in den nächsten Jahren und da muss die Grundinfrastruktur einfach da sein. Das dafür benötigte Beschneiungswasser soll aus dem Ablauf des Abersees gepumpt werden. Die Kostenschätzung für diese baulichen Einrichtungen beläuft sich auf 100.000 Euro. Der Verein um Vorsitzenden Hermann Kastel will das Stadion allerdings noch weiter modernisieren und rechnet mit weiteren Kosten. Auch der Wasser- und Kanalanschluss sollen parallel mit den Rohren für die Beschneiungsanlage verlegt werden. Zudem stehen noch andere Baumaßnahmen an. Wenn Sie hinter mir schauen, das ist der Zuschauerbereich und da könnte man natürlich auch oder sollte man auch einiges verändern. Es sollte hier statt so Art Bierzeltbetrieb ein festes Gebäude errichtet werden, wo die Biathleten unterkommen können, wo sich die Zuschauer beim schlechten Wetter unterstellen können, wo man Siegerehrungen durchführen kann. Das wäre hier dringend notwendig und dann wäre auch der Bereich der Zuschauer, die im Freien stehen, noch zu terrassieren. 2,5 Millionen Euro will der Verein letztendlich ausgeben. 75% der Summe habe man von Ministerpräsident Horst Seehofer bereits als Zuschuss in Aussicht gestellt bekommen. 615.000 Euro müsste der Verein dann noch selbst aufbringen. Diese Summe wird unter den 21 beteiligten Kommunen und den zwei Landkreisen Regen und Cham aufgeteilt. Eine Finanzierungsmöglichkeit soll bei einer Sitzung am 27. Dezember gefunden werden.